So, meine drei weitere Reihen, je 60 feste Maschen sind zu Ende. So schaut es halt aus, ne? Sieht wie so ein Tellerchen aus, so muss es auch sein. So, als nächstes, die nächste Reihe beginnen wir mit 28 festen Maschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 und 28. So sieht's aus. Ja? Wir stehen so ungefähr hier, so zwei Maschen von hier, von dem Arm, so ungefähr in der gleichen Höhe. Nur so als Orientierung für euch, 28 Maschen. So, als nächstes häkeln wir jetzt vier fest, vier Luftmaschen. 1, 2, 3 und 4. So, und nun lassen wir hier 6 Maschen aus. Also wir zählen 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und in der siebten machen wir weiter. So, aber nicht durch die gesamte Masche, die siebte, sondern an der Innenseite der Masche. Ja, nicht durch die gesamte Masche, sondern an der Innenseite. So. Und ab hier häkeln, wie gesagt, 6 Maschen auslassen und an der Innenseite beginnen. So, was haben wir denn jetzt? Auslassen und wir häkeln jetzt 12 feste Maschen an der Innenseite der Masche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 und 12. Ja, so sieht es aus. Wir haben hier so einen Rand wieder vorbereitet. Ja? Das ist für die Unterlippe. Ganz wichtig, sonst klappt es nicht. Ne? Okay, so, jetzt wieder 4 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4. Dann 6 Maschen auslassen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und dann den siebten starten wir. Und da fangen wir an, ganz normal zu häkeln. Ne? So, zack. Und wir haben bis zum Schluss 8 feste Maschen. Also erste haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. So schaut's aus. So, Markierung wieder eine Reihe weiter. Und wir sind jetzt bei 56 Maschen und wir häkeln jetzt 2 weitere Reihen, je 56 feste Maschen. Ich häkle mal die erste Reihe mit euch mit, damit ihr das auch richtig über die Luftmaschenkette häkelt. Ja? So, erstmal die 28 Maschen bis zur Luftmaschenkette. Das häkle ich jetzt just mal mit euch mit. Wer es natürlich ne, von alleine kann, kann es ja schon ne, vorhäkeln, ein bisschen vorspulen und dann schon weiter häkeln. Ja? So. Aber es ist auch mal wichtig, halt die Übergänge also vor der Luftmaschenkette und hinter der Luftmaschenkette richtig zu häkeln, damit es auch alles passend ist. Ja? So,
Ich bin jetzt halt bei der letzten Masche. Das ist unsere letzte Masche gewesen und hier ist unsere letzte Masche. So, und nun häkeln wir über die Luftmaschenkette und bitte hier auf diesen oberen Bereich. Nicht von hier schnappen, die Masche, ja, sondern dieser Zopf und von diesem, so gesehen, Zopf, das, was von uns weg ist. An diesen Schlaufen häkeln wir, ja. Gut. So, vier feste Maschen. Eins. Zwei. Drei. Und die letzte, dann kommt hier die vierte. Ne? Die will nicht so ganz. Dann gibt es halt kleinere Häkel. Das ist ja alles da. Na. So, jetzt. Genau. Immer halt, wenn es nicht geht, also nicht irgendwie verzweifeln, einfach zu Hilfe kleinere Häkel nehmen, dann geht alles. So, jetzt ist die vierte feste Masche. So, und wo fangen wir hier als nächstes an? Ja, das sieht so aus, als ob das hier halt so in der Luft hängend wäre. Hier, dieser Zwischenbereich. Aber das ist genau der Anfang von der ersten Masche hier. Ne? Von diesen 12 Maschen, die wir zwischen haben. Der Anfang, also von dieser feste Masche und dieser Anfang, also diese Höhe von der Masche, ist immer rechts. Und genau da fangen wir an. Dann die Masche und dann halt die 12 feste Maschen häkeln. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 und 12. So schaut das Ganze aus, ja, wenn man soweit ist. Und dann wieder halt, ne, dieser Zopf und wir häkeln jetzt wieder vier feste Maschen. Also an dem, quasi an der einen Hälfte des Zopfes halt, die von uns weg zeigt. Ja, vier feste Maschen. Und so habt ihr wirklich eine schöne gehäkelte Linie. So, 1, 2. Na. 3. Und die letzte, die vierte. Die will wieder nicht. So, und nun sind wir wieder hier bei dem Übergang zu den festen Maschen, weil wenn ihr halt hier keine reinhäkelt, sondern gleich hier startet, habt ihr dann Masche zu wenig. Ne? Deswegen halt hier die erste Masche und ihre Höhe, also wo man beginnt, ist rechts. So, und dann halt 8 feste Maschen bis zu der Markierung. So, und dann haben wir schon die erste Reihe von den 2 Reihen mit 56 festen Maschen fertig. So, und jetzt häkelt hier noch eine Reihe, weil hier müsst ihr nicht mehr drauf achten, weil hier sind ja schon die festen Maschen gehäkelt. Ihr häkelt wirklich noch eine Reihe mit 56 festen Maschen und dann fangen wir an, halt die hier Hauer rauszuhäkeln und halt die Unterlippe. Ja, so, also selbstständig noch eine Reihe. Hey, so sieht er aus. Ja, schon lustig, ne? Okay. So, dann nehmt eure helle Wolle, die ihr für vorbereitet habt, und wir fangen an. So, dann nehmt mal euren hellen Farbton, was ihr für ausgesucht habt. Wo haben wir hier den Anfang? Irgendwo hier. Okay, gefunden. So, wir beginnen hier mit dem, also an der rechten Seite, besser gesagt. Nicht mit, sondern an der rechten Seite. Okay, so und jetzt Konzentration. Wir beginnen hier an der ersten Masche von diesen 1, 2, 3, 4, 5, 6 Maschen, die wir halt hier ausgelassen haben. Ja? Also die Öffnung ist von uns weg und wir beginnen halt hier unten. Und wir beginnen hier an der rechten Masche. Ja? Und wir häkeln nicht durch die gesamte Masche, sondern an der Innenseite der Masche. Ja, so von innen. Damit hier eine Kante entsteht und die geht ja nahtlos in diese Kante über,
wie wir hier in der Reihe so in diesen Zwischenmaschen gehäkelt haben. Ja, so, also wichtig, ne, in die erste Masche von diesen 6 Maschen rechts an der Innenschlaufe. Ganz wichtige Geschichte, sonst wird es nichts mit der Unterlippe. So, Faden durchziehen, fixieren mit einer Kettmasche. So, das haben wir schon. Und nun häkeln wir hier 5 feste Maschen und alle an der Innenschlaufe der Masche. 1, 2, 3, 4 und 5. So. Ja. So, und jetzt müssen wir hier auf der Rückseite der Luftmaschenkette 4 feste Maschen häkeln. Aber wir haben hier so einen Zwischenbereich. Und wenn wir es gleich überspringen, haben wir hier ein Loch. Ja, in diesem, so eine Ecke. So, ne, es geht um diese Geschichte hier zwischen. Da. Und genau hier zwischen, so, und das ist halt die Öffnung hier, da dazwischen, gehe ich mit der Häkelnadel durch und ziehe mir eine Schlaufe raus. Und dann gehe ich in die erste Masche von der Luftmaschenkette rein und ziehe mir die nächste Schlaufe raus und häkle die alle, also hier mit der äußersten die 2 zusammen. Ne? So sieht es aus. So haben wir die erste feste Masche, die Luftmaschenkette entlang gehäkelt. So, und jetzt die zweite. So, zweite feste Masche. Jetzt die dritte. Na komm hier. Dritte. Und die letzte, die vierte. So, bei der vierten ist es so, dass wir halt wieder eine Schlaufe rausziehen. Da. Ich habe jetzt 2 Schlaufen auf der Häkelnadel. So, dann gehe ich wieder in diesen Zwischenbereich hier rein. Ja, hier, weil das ist ja so eine Öffnung, Lücke, und dann gehen wir halt da rein, ziehen uns eine Schlaufe raus und häkeln das mit der äußeren, die beiden, die hier sind, zusammen. So habt ihr wirklich schöne, feine Übergänge ohne Löcher. So, und nun häkeln wir eine feste Masche, wo wir die Kettmasche gehäkelt haben, genau da. Ja, eine feste Masche. So, und die Reihe ist jetzt abgeschlossen. Wir sind jetzt bei 10 Maschen insgesamt. So, setz für euch eine Markierung. Und wir beginnen hier in der ersten Masche. Ja. Und wir häkeln jetzt Blickchen, eine Reihe mit 10 festen Maschen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Die letzte, die 10. So, so sieht es aus. Ja, das kann ich hier nach innen erstmal, weil das muss hier nicht außen rumschweren und stören. So, Markierung wieder eine Reihe weiter, wenn ich die erwische. So, nächste Reihe. Die nächste Reihe, also beginnen wir mit 7 festen Maschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7. So, und nun
werden wir das Helle hier mit dem Braunen verbinden. Legt das so zusammen und schaut mal halt, wo so zwei Maschen parallel zu den nächsten zwei Maschen hier bei dem Weiß hier an dem Braun verlaufen. Ja? So, und dann nehmen wir halt, also wir häkeln jetzt das zusammen, aber nicht an der gesamten Masche, sondern an der halben. Also wirklich, dass jetzt von innen, hier, also was zu uns zeigt, hier der Streifen entsteht. Wir nehmen halt hier, ja, die Schlaufe von uns weg und häkeln das jetzt mit, also zusammen. Also durch den Hauer, also durch helle Wolle komplett und durch die braune, nur wirklich nur an dieser, was halt zu der hellen zeigt, die Schlaufe. So, eins. Und die zweite Masche genauso. Zwei, also mit zwei festen Maschen so zusammen dran häkeln. Damit erreichen wir, dass das hier fixiert wird und dass die einfach so nach oben zeigen, ohne halt abzustehen. Ja, das ist ja schon schön. Okay, so, und uns bleibt nur noch eine feste Masche zu häkeln. So, so muss es aussehen. Seht ihr? Da ist so die halbe Masche, die ist halt hier außen, weil wir müssen ja also gleich auch hier dran häkeln, und wenn es natürlich dran häkelt, dann fehlen hier euch zwei Maschen. Deswegen wirklich nur an der halben Masche, ne, diese Schlaufe, die halt zu dem hellen zeigt, zusammen häkeln, und die andere Hälfte ist hier, ne, außen, also innen, wie auch immer, bleibt. Ganz, ganz wichtig. So. Markierung wieder eine Reihe weiter. Und wir häkeln jetzt nochmal eine Reihe mit 10 festen Maschen. 2, 3, 4, 5, 6. Sieben, acht, neun und zehn. So. So, Markierung wieder eine Reihe weiter. Und nun häkeln wir eine Abnahme. Und dann drei feste Maschen. Eins, zwei und drei. So, und jetzt wieder eine Abnahme. So, und wieder drei feste Maschen. Eins, zwei und drei. So, wir sind jetzt bei 8 Maschen und jetzt häkeln wir die letzte Masche, oder die letzte, und nun häkeln wir die letzte Reihe, und in der letzten Reihe häkeln wir jetzt einfach nur noch 4 Abnahmen hintereinander. Na, komm her. So, jetzt. Okay, erste Abnahme. Zweite, dritte, und die letzte, die vierte. So, ich nehme hier kleinere Häkelnadel zur Hilfe, weil es ist ja immer weniger Maschen, das ist sehr, sehr eng, und kann man halt immer gut mit kleinerer Häkelnadel mit einer helfen. So, vierte Abnahme, ne, damit die Abnahmen schön sauber werden, ne, also dass man halt so schön ordentlich häkelt. So, und nun häkeln wir zum Schluss nur noch eine Kettmasche, ziehen das raus und abschneiden. Nicht so kurz abschneiden, weil wir brauchen noch ein bisschen hier Endfaden, um das zu vernähen, halt hier die Öffnung. Ne? So, das mache ich jetzt auch mit euch einmal vernähen. So. Ich vernähe das gleich auch mit euch. Einmal Wollnadel nehmen, einfädeln und los geht's.
So. Einmal in jede Masche hier rein. So mal festziehen, vorsichtig, ne? Nicht, dass es halt irgendwie abreißt oder das Gleiche. So ein bisschen nach außen führen, ein bisschen dran ziehen. Aber natürlich immer schön in Form wieder bringen, dass es halt auch alles hübsch ist. Hier kann man so ein kleines Knötchen noch machen. So. Und dann nach innen. So, und nun verbinden wir hier Anfangs- und Endfaden zusammen. Natürlich achten wir darauf, dass wir natürlich die Spitze hier nicht reinziehen. Und das ist ja auch wichtig. Einfach nur miteinander vernünftig verknoten, so mit 2-3 Knoten. Und dann haben wir das schon soweit fertig. So. Dann nehmt ihr etwas Füllung. Ja. Und na gut, die Fäden können auch da rein, ist egal. So, einmal Füllung einarbeiten. Kann man gut mit der Häkelnadel nachhelfen, das geht auch. Ja, damit es schön halt formgebend ist. So, da. Tada! So, das erste ist fertig. So, jetzt häkelt ihr genauso den zweiten und wenn ihr das halt fertig habt, häkeln wir hier die Unterlippe. Ja, bis gleich. So, und nun häkelt ihr den zweiten genauso wie den ersten und danach, also ne, schließt das gesamt ab, ne, vernähen und halt auffüllen und so weiter und dann häkeln wir weiter. So, ich habe jetzt die beiden fertig gehäkelt und nun häkeln wir weiter. Okay, so, dann gucken wir mal. Okay, wir sind ja hier bei 56 Maschen und wir häkeln jetzt noch weitere 4 Reihen je 56 feste Maschen. Also selbstständig bitte noch 4 weitere Reihen häkeln. So, meine 4 weitere Reihen je 56 feste Maschen sind zu Ende. Und weiter geht's. Die nächste Reihe beginnen wir mit 5 festen Maschen. 1, 2, 3, 4 und 5. Und dann eine Abnahme. So, und das wird insgesamt 8-mal wiederholt. So, meine Reihe mit 5 festen Maschen, eine Abnahme, 8-mal hintereinander ist zu Ende. Markierung wieder eine Reihe weiter. Wir sind bei 48 Maschen und wir häkeln jetzt eine Reihe. 48 feste Maschen, also selbstständig eine Reihe. So, meine Reihe mit 48 festen Maschen ist zu Ende. Markierung wieder eine Reihe weiter. Und die nächste Reihe beginnen wir mit 4 festen Maschen. 1, 2, 3 und 4. Und dann eine Abnahme. Und das wird wieder insgesamt 8-mal wiederholt. Meine Reihe mit 4 festen Maschen, eine Abnahme, 8-mal hintereinander ist zu Ende. Wir sind nun bei 40 Maschen und wir häkeln jetzt eine Reihe 40 feste Maschen. Also selbstständig bitte eine Reihe. So, ich habe jetzt meine Reihe mit 40 festen Maschen zu Ende gehäkelt und den Kopf aufgefüllt. Na, das ist natürlich auch wichtig, dass ihr halt hier auch diesen Bereich gut ausarbeitet, dass halt ne, richtig schön das Ganze formbetont ist. Ja, auch der Hinterkopf, also wirklich wie immer bei größeren Sachen erst die Konturen ausarbeiten und danach die Mitte auffüllen. So, und in den nächsten Schritt setzen wir schon die Äuglein rein. Also ich würde bei diesem hier auch die gleichen Augen verwenden wie bei dem anderen. Ich finde die einfach nur lustig. So, so, nächste Geschichte. Ihr könnt ja zum Beispiel, falls ihr solche Augen nicht habt, aber ihr habt zum Beispiel 20 mm Durchmesser Augen, dann setzt ihr einfach hier nebeneinander die 20 mm Augen oder 18, also das ist halt egal. Könnt ihr ein bisschen also dran halten und schauen, welche
für euch besser passen, welche besser aussehen. Ihr könnt ja halt so die, nicht unbedingt die flachen Augen nehmen, sondern die gewölbten und dann halt so rechts und links halt so die Stickereien machen, die halt so ein bisschen, also mal so weiß absetzen von den Seiten, dass die Augen so ein bisschen nach innen gucken, sieht ja auch ganz knuffig aus. Man kann da auch ganz normale, schlichte, sagen wir so 18 mm schwarze Augen nehmen, reinsetzen und dann halt einfach diese weiße Stickerei machen und dann guckt er schon so ein bisschen schräg. Ja. So, wir zählen jetzt von der Reihe, also drei Reihen runter, 1, 2, 3 und zwischen diese dritte und vierte Reihe setzen wir die Äuglein rein. Dann richtet das für euch so aus, wo es, wie es für euch ein bisschen also mittig ausschaut, wo es passend ist. Und die Augen kann man so reinsetzen oder halt eben auch so, der kann auch so gucken. Das ist wirklich total egal, was habe ich denn bei dem anderen? Ja, bei dem anderen habe ich so. Okay, ne? Das kann man halt sich überlegen, wie man die Äuglein reinsetzt und dann natürlich einfach fixieren und fertig. Ne? Zack, zack. So, die lassen sich auch wunderbar befestigen, die sich hier. So sieht's aus. So, da guckt der schon. Wie gesagt, auffüllen und dann häkeln wir weiter. Okay, so, die Kamera ein bisschen weiter. Nächste Reihe, Markierung wieder eine Reihe weiter und los geht's. Die nächste Reihe beginnen wir mit, was haben wir denn da als nächstes? Drei festen Maschen. 1, 2 und 3. Und dann eine Abnahme. So, und das wird wieder 8 Mal insgesamt wiederholt. Ja. So, meine Reihe mit 3 festen Maschen, eine Abnahme, 8 Mal hintereinander ist zu Ende. Und die nächste Reihe beginnen wir mit 2 festen Maschen. 1 und 2 und dann eine Abnahme. Und das wird insgesamt wieder 8 Mal wiederholt. So, meine Reihe mit 2 festen Maschen, eine Abnahme, 8 Mal hintereinander ist zu Ende. Die nächste Reihe beginnen wir mit eine feste Masche, eine Abnahme. Ups. So, und das wird wieder insgesamt 8 Mal wiederholt. So, meine Reihe mit einer festen Masche, eine Abnahme, 8 Mal hintereinander ist zu Ende. Markierung wieder eine Reihe weiter. Und als nächstes, also das ist die letzte Reihe, jetzt häkeln wir insgesamt 8 Abnahmen hintereinander. Und natürlich füllt dein Kopf vernünftig auf. Na, das ist ja ganz wichtig. So, und jetzt einmal selbstständig bitte 8 Abnahmen. So, meine 8 Abnahmen sind zu Ende gehäkelt. Einmal zum Schluss hier eine Kettmasche. Upsala. Kettmasche. Komm, ja. Das gibt's doch nicht. Ja, das ist halt, wenn man nie sieht, was man tut. So, jetzt. So, etwas abschneiden. Also, oder nicht etwas abschneiden. So, jetzt bitte abschneiden. Und so, dass es halt etwas länger bleibt, damit ihr das gut vernähen könnt. Okay, so. Das haben wir. So sieht der schon aus.